So, und da sind wir wieder beim Deutsche Post Simulator 2005 Milliarden und ja, wir sind hier in diesem schönen Raum. Wir wurden erst neulich gejumpscared in dieser komischen, ja, seltsamen Formation dieser abgefuckten Cracknoten. Oder auch Pretty Girls, wie der Pedo es sagt. Und ich muss mal schauen. Ja, diese Fallen-Grafik-Bugs, die sind komisch. Okay, das ist Kunst, meine Freunde. Macht meine Kunstlehrerin auch. Also, meine Kunstlehrerin macht teils verstörendere Dinge. Oh Mann. Was sagen meine Lehrerin, ist klasse. Aber pst. So, können wir hier durch? Finde ich gut. Ich gehe nämlich nicht gern durch Türen seit Fallout. Und, die Gemälde kenne ich immer noch nicht. Das Schloss, das gibt es doch bestimmt, oder? Oder nicht? Hier sind wir ja gespawnt, ja. So. Ja, die Vitrinen kenne ich. Hier sind wir wieder unsere Freunde hier. Die sind mir tatsächlich sehr vertrauenswürdig. Vielleicht sind es auch die Pedos, auch wenn es nur einer war. Aber vielleicht waren zwei. Und die Kleine kann einfach nur nicht zählen. Das könnte auch sein, das glaube ich nämlich auch. Überhaupt gar nicht. So. Wisst ihr was? Hi. Nee, nur ein bisschen. Ha, müssen wir nochmal wieder putzen, glaube ich. Unter gewissen Umständen. Das Mädchen kann das ja machen. Hihi. hier haben wir den Teddy gefunden, oder? Nee, ich glaube nicht. Teddy war woanders. Aber spielt in erster Rolle, in erster Linie auch keine. Was ist das? Okay. He burns. Das ist natürlich gut. Denn Feuer bringt Wärme. Und, ja, und er, und wenn er brennt und er ist böse und dem Jumpscare. Okay, nicht, finde ich gut. Der Zettel war der Jumpscare, meine Freunde. Der Zettel. So, my baby was crying when Dr. Tarp. Was war das? Bin ich jetzt einfach nur mit meiner Maus ein bisschen abgespackt oder war das gerade was? Leute, habt ihr das gesehen? Okay, so. Mein Baby hat geweint, als Dr. Tar ihn in seine Box getan hat. Also das Baby hat ihn in die Box getan. Aber das Weinen hat schnell gestoppt und... Was? Er hat das Baby verbrannt. Oh! Das ist unter gewissen Umständen für einen Säugling natürlich nicht allzu gesund. Aber, I hate Dr. Tar. I hate him. Das kann ich verstehen, denn Babys verbrennen Menschen mag ich nicht. Gibt's eine lustige Stelle bei The Stanley Parable? Vielleicht war es auch so ein Fall, dass er einfach nicht weitergekommen ist, ohne das Baby zu verbrennen. Gehen wir einfach davon nicht aus, könnte aber dasselbe Universum sein. Wobei das vielleicht nicht dasselbe Genre ist. Ah, da, diese tollen Bugs bei dem unglaublich hochwertigen Spiel sind ja immer schön, wenn man durch die halbe Welt den Zettel sieht. Und da ist wieder unsere Freundin. Ohne Kopf wieder. Müssen wir ihr mal wieder helfen. Oder hat sie den in der Hand? Ich weiß es nicht. Sie. He took my baby. Oh, diese Geräusche sind so krass. Okay. Was sehen wir hier? Das ist ein sehr hübsches Baby, muss ich zugeben. Glückwunsch. Hübsches Baby. Oder dir, Glückwunsch. Hübsches Baby hast du da geboren. Hat das ein Bein? Oh, das hat keins von beiden. Na gut, wie die Mutter, so der Sohn oder was auch immer. Naja, Sohn kann man jetzt auch nicht mehr identifizieren. Ja gut, hat gebrannt. Okay, sieht vielleicht nicht allzu gesund aus. Sag mal, wie lang ist das hier eigentlich alles schon? Okay, Jumpscare. Ah, nee. Was? Was ist los mit dem kranken Psychopath, Alter? Der sammelt aber das Baby, das verbrannte, kranke Bastard-Baby ein, Alter. Was ist los mit dem Jungen? Ohne Witz. Also wirklich. Was ist dem sein scheiß Problem, dass er das... Warum? Warum nimmt er das mit? Warum? Warum, zu Gottverdammt, Nenne? Yo, oh. Da ist wieder was. Das ist fragwürdig. Oh, der Zettel, der war schon vorher da, ja. Ja. Hier steht bestimmt noch was Schönes daran. So, Dr. Tar hat gestoppt, mich, ist nicht mehr zu mir gekommen. In der Nacht. Als er
ihr das Baby getuckt habt. genommen hat, so. Er hat ihn genommen, sagte, er kann es nicht mehr, weil es ein Fehler war. Dass sie es nicht mehr haben kann, weil es ein Fehler war. Also das Baby nehme ich mal an. He took my baby boy and put him in the box. Ja. Er hat ihr Baby genommen und es in eine Box getan. Sie konnte ihr Baby schreien hören, als er es abgefackelt hat. Und sie will ihr Baby haben. Baby hast du bekommen, vielleicht, aber jetzt hab ich's. Wenn es das Verbrannte ist. Wobei, wie ist denn das mit Blut, wenn man Blut verbrennt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie man Blut verbrennt. Haha! Oh Mann. Schlechte Witze. Ja gut, ich kann mir keine guten Witze einfallen lassen. Warum schlechte Witze müssen dann auch mal hier die Stimmung halten, dass ich mir hier nicht spontan in die Hose scheiß. Dass ich das weiß. Haha. So. Jetzt sind wir wieder im DHL-Fundbüro. Fundbüro? Warum Fundbüro? Das hat ein Post... Hat das ein Fundbüro? Warum sollte es? Wer hält sich in der Post auf? Beziehungsweise, wer verliert was in der Post? So, dich kennen wir ja. Was? Ah! Ah! Wow, 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 Alter. Warum machst du sowas, hä? Du blöder Wichser. Hey, stopp. Kann ich hier in die Fresse hauen oder so? Fuck. Wow, Alter, der ist creepy, der Dude. Der ist creepy. Verpiss dich, du blöder Wichser. Zisch ab. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay. Hier können wir nicht lang. Also, der Zombie-Dude ist ein bisschen seltsam. Vielleicht... Na gut, ich regeneriere ziemlich schnell, ne? Also, er wird mir nichts anhaben können. Nicht wirklich. Außer, dass der vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen anhaucht. Was ich sehr erotisch fand an der Stelle, natürlich. Ich würde ihn gerne nochmal treffen und ich will mal schauen, ob ich den mit E oder sowas boxen kann oder irgendwie mit ihm interagieren kann. Vielleicht ist er jetzt auch... Ne, der ist wahrscheinlich noch da drin, ne? Wenn er mich jetzt von hinten erschreckt, wäre das ein echt blöder Wichser. Hallo? Hallo? Oh Mann. Nö. He burns, hier waren wir auch schon. La 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 la. Oh, ich dachte, es wäre eine Trompete. Was ist los? La 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 la. La 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 la. Ah, da ist er wieder. Ich box dich kaputt, Alter. Ich box dich kaputt. Okay, dann lass es halt sein. Aber ich habe echt keinen Schiss von dem Dude. Ist der gefesselt? Alter, er frisst mich. Ey, diese Laufanimation, Leute. Das ist Premium, Leute. Das ist Premium. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Oder wo ist er jetzt? Ist er jetzt woanders gespawnt? Also wirklich, ne? Ich glaube, ich muss wirklich wieder zu dem Girl, zu dem süßen Girl da. Und man merkt es vielleicht, ich habe keinerlei Orientierungssinn. Das war schon immer eine Schwäche von mir. Orientierung bin ich echt, ist echt nicht mein Fall. Ich denke, der Typ wird wie irgendwie so random spawnen hier, um einen zu verarschen. Ja, das klingt plausibel. Das klingt plausibel. Jetzt Orientierung und so. Jetzt finde ich gerade nicht mehr den Raum. Aber ich denke mal, der wird dann irgendwo anders spawnen und muss ich halt Glück haben, dass ich im richtigen Raum bin. Ah, da ist sie. Und jetzt ist unser Kumpel nicht mehr da. Ne? Und jetzt muss ich wieder mit dir interagieren. Der Hübschen. Nee, doch nicht. Okay. Sag mal, kann man speichern? Ja, man kann speichern. Okay. Das ist klasse. Das ist schön. Dann kann ich nach der Folge nämlich ein Päuschen machen. Denn ich mach gern ein Päuschen. Denn man merkt, ja, ich bin rot. Ich spür's. Mir ist tatsächlich warm, Leute. Mir ist richtig warm. Obwohl, also meine Hände sind halt eiskalt, weil der Raum eiskalt ist, weil ich ein eiskalter Boy bin. Sheesh. Das ist sonst steht ja die Hälfte in Flammen. Deshalb darf ich nie heizen. Oh Gott. Oh, langsam wird's peinlich. So. Okay. Als wäre das ein Labyrinth, aber das ist nur ein scheiß Haus. Also in meinem Haus, stell dir vor, auch in meinem eigenen Haus würde das so passieren. Oh Mann, das wäre ein Problem. Vor allem die Toilette, meine Freunde. Okay, bei mir wäre es jetzt
bisschen dämlich, wenn ich die nicht finden würde, weil die einfach den Gang lang ist. Und nicht A lang. Okay, ich halte mein Maul. Und eigentlich war ich doch schon fast überall, nicht wahr? Die kann ich nicht lang, oder? Kann ich das irgendwie aufmachen? Nö. Nö. Kopf nicht. Geht nicht. Hier ist noch nichts passiert drin. Und hier war auch noch nichts. Also müsst hier mal langsam. Kann man hier irgendwie hier Jump'n'Run-mäßig? Wahrscheinlich ein Jump'n'Run. Warum nicht? Es gibt keine Horrorspiele mit Jump'n'Run. Warum nicht? Ich will ein Horrorspiel mit Jump'n'Run, Leute. Das ist die Zukunft. Das ist das Patent. Ah. Horrorspiel muss ich mal rülpsen, was? Da ist wieder unser Kumpel. Ich höre ihn. La 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 la. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Guten Tag. Mr. Burns, wer kennt ihn nicht von den Simpsons? Hier ist unser Kumpel. Vielleicht ist er immer da. Hey, irgendwas müssen wir doch mit dem machen. Oder? Irgendwas müssen wir doch mit dem machen. Oder lassen wir uns töten, komm. Lassen wir mal töten und schauen, was passiert. Vielleicht passiert dann was. Vielleicht soll er uns da töten. Wobei er dann... Ah! Echtes Qualitätsspiel, Leute. Echtes Qualitätsspiel. Das, meine Freunde, nenne ich Qualität. Wie sieht der aus? Der sieht echt typisch aus, aber nicht wie ein Mensch, ne? Ein hässlicher Mensch auf jeden Fall. Ja, ich bin tot. Okay. Der macht schöne Geräusche. Okay, ich denke, ja gut, das wird jetzt nichts gebracht haben. Ja, gut, ne? Ist halt echt ein Drecksspiel. War trotzdem ganz lustig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, dann lasst es aber sein und gebt mir ein Dislike. Sowas. Ja, guck mal. Ich halte die Leertaste und gehe. Das Spiel ist einfach scheiße. Aber, was vielleicht nicht scheiße war, war das Video. Und, ja, das hatte ich eben schon. Tschüss.